Kollektivheilung, fehlende Liebe, Wärme und Geborgenheit. Kundalini-Energien, gespendet aus der göttlich-weiblichen Meisterquelle, Shaktipat. Die nährende Mutter ist zugegen. Sie hütet die Erde, sie hütet die Tiere und die Pflanzen, Kundalini, die Schlange des Weltenbaumes. Und so schwingen die heilenden Energien der australischen Buschblüten ein, in diesem Fall spezifisch für das Thema Liebe, Wärme, Geborgenheit. Sydney Rose. Eine Herzöffnung auf einer so tiefen Ebene. Mit dem tiefen Wunsch, vergeben zu können, Liebe zu erfahren, Liebe anzunehmen und sehr tiefe Einsamkeit und das Gefühl, ausgegrenzt zu sein, zu überwinden. Und da ist so viel Trauer in unseren Systemen, so viel Schmerz, Angst, ungeweinte Tränen, leidvoller Art, weil wir uns bewusst oder unbewusst der Liebe gegenüber widersetzt haben, weil unsere Ängste zu groß waren, weil ein Anteil in uns in sehr große Angst und Panik verfallen ist, wenn es um die Liebe ging, wenn es um die Befreiung ging, wenn es um die Heilung ging und vielleicht sogar als eine Stimme des Saboteurs die Liebe verleugnet, die Heilung verweigert. Und somit sich in der Nichtliebe, der Dunkelheit, der Leere, der Einsamkeit, der grauen, toten Zone wiederfindet. Mulla Mulla. Um diese alten traumatischen Erfahrungen, welche die Erde gemacht hat, im Zuge von Bränden, Waldbränden, Erfahrungen am und mit dem Feuer, die auch eine traumatische Wunde hinterlassen haben, die uns unbewusst vermeiden lässt vor dem, was Wärme spendet und was in irgendeiner Art und Weise hitzig sein könnte. Wisse darum, dass das Feuer als jenes Element in jedem Fall der Zündfunke des Lebens ist. Gekochte Nahrung. Ein wärmender Milchreis oder Grießbrei. Eine schön warme Suppe. Oder einfach nur ein heißer Tee. Ein feiner Glühwein. Oder ein schöner Apfelpunsch. Mulla Mulla.
Und an dieser Stelle ganz spezifisch auch für die Kinder dieser Erde eine warme Tasse Kakao, herzerwärmender Art, lieblich annehmend, Geborgenheit spendend, nährend und tröstend zugleich. Kundalini Shakti für das gesamte weltenumspannende Kollektiv, gespendet aus den göttlichen Meisterquellen. Kundalini Shakti, die Schlangenkraft in der Obhut der weiblichen Kraft und Meisterquelle. Kundalini, als jene Kraft des Erwachens, des lebenserweckenden Initialstoßes, das göttliche Feuer im Menschen. Und so fließt weiter Pink Flannel Flower ins Kollektiv. Für die tiefe Heilung eines jeden Menschenherzens, für die tiefe Heilung des Kinderherzens, auch am erwachsenen Mensch. Für Gemütlichkeit, für Entspannung, für Lieblichkeit und Süße. Damit wir liebevolle Dankbarkeit entwickeln können. Die Leichtigkeit des Seins, bekömmlicher Art. In einem sehr tiefen Fühlen unseres Herzens, unserer Herzintelligenz und somit das, was wir nennen Glück, Positivität. Und das somit sehr viel Kälte, Kälte in den Herzen der Menschen weggeschmolzen werden darf, dass ein Aufblühen, vielleicht sogar ein Erglühen der Liebeskraft im menschlichen Herzen stattfinden kann. Die Liebe heilt, die Liebe öffnet, die Liebe ebnet den Weg für neue Räume, für neue Daseinsformen, für einen neuen Ausdruck an individuell gelebter Herzensliebe, für tiefe Wärme, Geborgenheit und Liebe.